What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Wir haben in der letzten Folge die Jagdprüfungen alle gemacht und da haben wir nicht ganz so toll abgeschnitten, ja. Und da habe ich mir gedacht, ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, das Ganze nochmal offline zu spielen, Freunde, und die Prüfungen zu machen, um mir überall die Glutsonne zu holen. Wie ihr seht, haben wir hier überall die Glutsonne. Ja, das ist schon mal gut. Dadurch haben wir nämlich im Inventar Schatzkisten bekommen. Die machen wir jetzt mal gemeinsam auf. Metallscherben und Lohe, dann Metallgefäß und Metallscherben und auch wieder Metallgefäß und Metallscherben. Wir haben mittlerweile schon ziemlich viele Scherben zusammen. Das ist eigentlich ganz geil. Das passt mir ganz gut, Freunde. Dann haben wir auch Fertigkeiten zu vergeben. Was machen wir denn? Lautlos landen, Fernkampfwaffen auf dem Seil, bewege dich mit schweren Waffen schneller, leichte Speerangriffe. Ich habe da vorher mal was gesehen, und zwar, Moment mal, irgendwie kommt man, drücke beim Zielen, ja. Ach ja, genau, nämlich das da. Das ist ganz, ganz geil. Freunde, schaut euch das an. Drücke beim Zielen R1, um bei allen Bogenwaffen einen zusätzlichen Pfeil anzulegen. Das klappt aber nur, wenn wir das hier, Schwerlastträger, erforschen. Und das machen wir einfach mal, würde ich sagen. Und dann haben wir eh wieder nur einen Punkt und können mit dem wieder nichts anfangen. Okay, wir können uns also somit jetzt mit schweren Waffen schneller bewegen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich hier beim Händler reingehe, Freunde, und ich gehe hier zum Beispiel auf Outfits, dann sieht man hier verschiedene Outfits, die man sich kaufen kann. Ich nehme das leicht, mittel, schwer, wird, nehme ich mal an, vom Gewicht her oder so, aber ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Was mir aber aufgefallen ist, wenn man jetzt hier zum Beispiel hingeht, steht hier Plündererlinse. Könnt ihr euch noch erinnern, ich habe die ganzen Linsen verkauft. Ich habe auch Herz verkauft, hier zum Beispiel Graserherz. Ja. Das Zeug hätten wir, wenn wir es nicht verkauft hätten, für eine solche Rüstung gebraucht. Ja. Jetzt wissen wir das zumindest. Ich werde mir in diesem Sinne sowieso noch keine Rüstung kaufen. Denn bin mit meiner ja zufrieden, das sieht ja auch ganz hübsch aus hier. Aber wir wissen das zumindest, wenn es mal wieder um eine Rüstung geht, dann können wir das Ganze natürlich ausprobieren. Okay, Freunde, ich hole uns jetzt mal unser liebes Ross, das nicht kommen will, oder wie? Na? Hallo, hallo. Ah, da ist es ja. Sehr gut. Den Läufer werden wir besteigen. Ja, und was wir machen ist, jetzt von den Quests her, wir werden nicht, Moment mal, die Nora Jagdgebiete haben wir soweit, aber der offene Auftrag wäre Jagen für die Lounge, ist aber erst ab Stufe 16, wir sind Stufe 14, glaube ich, mittlerweile, deswegen gehen wir jetzt mal wieder weiter in einer Hauptquest und ja, werden mal diese machen, um auch mal ein bisschen weiter in den Hauptquests zu kommen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt genau so Bock und es freut mich natürlich auch sehr, 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 dass du eingeschaltet hast. Und du bist natürlich auch herzlichst eingeladen, diesen Kanal zu abonnieren, falls du das nicht schon längst gemacht hast. Würde mich natürlich extrem freuen. Ich hab Eisen. Jetzt werden sie mich in die Jägerloge lassen. Tja, mal sehen, wie das wird. Ja, mal sehen, wie das wird, aber wir gehen da noch nicht hin. Wir wollen jetzt ein bisschen mal in den Hauptquests weiterkommen, denn da wäre Stufe 7, glaube ich. Oh, Moment mal. Komm doch mal. Komm doch mal. La 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 la. Wir machen es leise, Freunde. Und so. Übrigens. Ja, der haut natürlich jetzt ab. Ist uns aber egal, soll abhauen. Moment mal, der da hinten kann rückkommen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre,
Okay, greift uns wirklich an. Und ich dachte, wir sind genug versteckt. Aber okay. Wir hätten, glaube ich, auch so einen Wächter, Freunde. So einen Wächter übernehmen können, wenn ich mich nicht irre. Kann das sein? Kann das sein? Das wäre natürlich auch zum Ausprobieren. Wäre ja cool, wenn wir so einen Wächter übernehmen könnten. Bam, das wäre richtig geil. Okay, lasst uns ein bisschen hier Dinge aufsammeln. Du wirst mir sicher helfen. Ja. Wir haben eh sehr viel Rohstoffe eigentlich schon, ne? Da waren wir nämlich noch gar nicht faul. Auch das können wir gleich mitnehmen. Wenn wir schon da sind, dann nehmen wir natürlich auch Fleisch mit. Umso mehr Zeugs, umso besser. Wir können ja alles gebrauchen. Begib dich zum Schlachtfeld. Warum eigentlich? Warum reiten wir eigentlich? Checke ich ja gerade nicht. Was ist denn da hinten? Freunde, sieht mich da irgendjemand? Oder was ist das? Da gehe ich jetzt hin? Jetzt will ich wissen, was da ist. Warum da die ganze Zeit das Fragezeichen? Komm mal. Wo bist du denn? Warum bin ich für dich da hinten aufgefallen? Ja. Okay. Halten, überbrücken, das probieren wir jetzt. Okay. Bringt uns das was? Reiten können wir den nicht. Aber okay, wir haben den auf jeden Fall überbrückt. Und steht jetzt irgendwas Neues im Notizbuch oder so? Nö. Nö, entsperrt. Überbrücken entsperrt. Wir können den ja immer noch nicht überbrücken und ich weiß es auch nicht warum. Da sudert sie ja die ganze Zeit, dass wir da irgendetwas brauchen oder so. Aber das wissen wir noch nicht. Ja, ist uns auch egal. Jetzt haben wir so eine mal überbrückt. Jetzt wissen wir, wie das klappt. Auch schöne Sache. Ja, ihr könnt direkt davonlaufen. Habe ich kein Problem damit. Ich weiß, ihr kackt euch immer so an. Ihr kackt euch ja immer so an. Jo. Bist du aggressiv? Wie aggressiv er ist, Freunde. Wir sind irgendwie in die falsche Richtung gelaufen, kann das sein? Was willst du denn? Ja, jetzt schieße ich natürlich daneben. Alter, was will der? Es wurde noch nie einer aggressiv, oder, von diesen Teilen? Ich kann mich zumindest nicht erinnern. So, irgendwo da runter. Na, springen wir mal da runter, Freunde. Ich weiß, da sind einige Gegner. Aber anscheinend ist das die Richtung. Kriegen wir es hinter uns. Das wollte ich gerade nicht so machen. Aber es geht so auch. Von dem her, scheißegal, ist mir egal. Gut, dass ich das gefunden habe. Claro. Gut, dass wir das gefunden haben. Easy. Die anderen Teile sind uns eh wieder egal. Komm mal, Reitpferdchen. So, okay, dann mal rüber da. Mal sehen, ob wir mit dem auch ohne Probleme hier ins Wasser kommen. Das kann er. Das kann er. Jetzt lassen wir mal dieses Zeugs hier stehen. Da wäre ja ein Händler. Sollen wir mal bei dem Händler schauen, Freunde, was denn der so anzubieten hat?
Okay, Moment mal. Von den Waffen her... das Gleiche. Und dann wird wahrscheinlich auch von den Outfits her alles dasselbe sein. Boah, da ändert sich nichts. Da ändert sich gar nichts. Also egal, bei welchem Händler wir sind. Mal schnell speichern. Und schauen weiter. Wir sind ja gar nicht mehr so weit entfernt von dort, wo wir hin sollen. Von unserem Hauptquest. Nämlich die Spur der Kriegsherrin. Damit wir auch endlich mal in der Hauptquest weiterkommen. Denn da spiele ich ja so ungern weiter, wie es momentan zumindest aussieht. Weil ich die ganze Zeit so herumsuche. Ich hoffe, euch langweilt das nicht. Und schon wieder das Wetter komplett geändert. So, komm mal her da. Ist natürlich ziemlich cool hier. Mit dem anzugreifen. Das ist schon geil, wenn man das hat. Ich wollte hier eigentlich nicht den Läufer besteigen. Nein? Ja. Sondern das Zeug hier mitnehmen. Okay, hier ist es aber wohl gefährlich. Freunde. Ja, wegen euch denke ich mir jetzt nichts. Egal, wir kämpfen so. Wir kämpfen so. Hopp, 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 hopp. Okay, mal sehen. What? Okay, das ist natürlich jetzt blöde. Läufer besteigen wieder. Komm her da. Alter, das klappt ja gar nicht so geil, wie ich mir dachte. Ey. Aber er kämpft für mich mit, gell? Aber hat gar nicht so geil geklappt, wie ich mir das wirklich erhofft hatte. Denn dass ich so leicht abgeworfen werden kann, das wusste ich natürlich nicht. Das wusste ich nicht, Freunde. Das nehme ich mit. Was machst du da drin? Okay. Schießt da jemand auf mich? Oh, Laser. Freunde, man sieht hier immer mehr. Das muss man schon sagen. Ich will jetzt aber trotzdem einfach mal weiter. Alter. Was für ein Kampf. Ich glaube, unser Läufer ist weg. Boah, den hat's, glaube ich, weggespült, Freunde. Auch cool. Na gut, wir haben ja nicht mehr so weit. Wir können den Weg auch so nehmen. Das kommt mir gelegen. Wir heilen uns hier. Und das Gute ist, dass wir genug auf der Seite haben zum Heilen. Und hier auch schon oft genug gebraucht haben. Ja, das könnte sein. Wir nehmen hier wieder alles mit, was es zum Mitnehmen gibt. Ja, die da drüben können wir mal stehen lassen. Es sind nur wieder Äste, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber es hier... Strömen. Ja. Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Irgendeinen Hinweis, wohin sie gegangen ist. Aber was? Verdorbener Weg da? Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinunter geschickt. Okay, ich kann aber sonst hier nichts aufglauben von denen. Das klappt nicht.
Aber irgendwo wird schon irgendwo der Hinweis sein. Muss ja fast, weil jetzt ist es zumindest vom Wetter her wieder besser. Das wechselt so schnell, Freunde. Das ist so genial. Ja, da ist es gerade noch richtig hässlich. Und auf einmal... Okay, wir werden da mal ein bisschen rausgehen und gucken, ob wir hier irgendwo den Hinweis finden. Ich brauche eine Spur. Vielleicht Essensreste? Essensreste. Hier haben die Mörder gegessen, bevor sie ihre Falle... Ein Mittagessen vor einem Blutbad. Diese Monster. Okay. Hat die gerade irgendetwas übersprungen vom Rehen? Untersuche das Schlachtfeld. Hä? Rede mit dem Überlebenden. Hä? Wie schnell ging denn das jetzt weiter? Ja. Stress mich nicht. Ich nehme das noch mit hier. Und dann können wir miteinander reden. Keine Ahnung, wie es das gerade irgendwie übersprungen hat, denn ich habe den Überlebenden noch gar nicht gefunden. Hey. Autsch! Hey. What? Was? Wo bist du denn? Was ist los? Ah, hier. Hallo. Reden. Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Hat Sona die Mörder gefunden? Baal sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Okay, der Hinterhalt. Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt. Okay, und wo ist Sona? Baal wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Wahl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen. So allein. Ja, danke, danke, danke. Wir machen das schon. Ohne Probleme. Begib dich zu Sonas letzten bekannten Aufenthaltsort. Und das machen wir natürlich auch. Soweit haben wir dann hier ja nichts mehr, das wir, glaube ich, finden könnten. Ich meine, wir könnten uns natürlich noch ein bisschen umsehen, denn ganz so viel haben wir uns ja jetzt nicht umgesehen. Aber nachdem es so schnell weiterging, wird es wohl auch nicht mehr wirklich etwas geben. Und nehme ich an. Außer natürlich Rohstoffe, die wir sammeln können. Und was ist da unten? Ist eine Brücke. Und was ist denn das da für ein Haus? Okay, hier haben wir ein Läuferareal. Hier haben wir ein Rufzeichen. Ein Rufzeichen bedeutet auf jeden Fall, dass hier eine Nebenquest wohl sein wird. Da könnten wir mal hinschauen. Den Wegpunkt habe ich mir jetzt mal gemerkt, Freunde. Und zu dem Wegpunkt schauen wir auch gleich mal. Das ist nämlich gar nicht so weit weg, wie es aussieht. Mal sehen, was das Rufzeichen denn hier bedeutet. Und wenn wir eine Nebenquest bekommen... Ach, da oben, schaut euch das an. Wenn wir eine Nebenquest bekommen... Ob die denn auch schon ein richtiges Level hat? Hallo? Hallo? What? Siehst du über dein heiliges Reich hinaus?
Als Kind so, ging mir Hallöchen. Das viel leichter. Umfasst dein ewiges Gedächtnis die ganze Welt? Reden mit Jan, machen wir mal. Du bist Aloy, nicht wahr? Es heißt, man hätte dich zur Sucherin mit Wegrecht aus dem Heiligen Land gemacht. Ja, um die Mörder von der Erprobung zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, Umutters Schutz zu verlassen. Aber meine Schwester Nakoa ist wie du. Furchtlos. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Er ist gefährlich. Ich bin sehr besorgt um sie. Ist Nakoa eine Sucherin? Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein, sie weigerten sich. Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an, versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Es veränderte sie. Okay, rote Raubzüge, Fragezeichen. Ich lebte während der roten Raubzüge im Becken. Wie war es hier draußen? 10 Jahre lang griffen die Kaja ohne Vorwarnung an. Teufel wie Said schlachteten Krieger ab und entführten Zivilisten für Blutopfer. Es endete, als der verrückte Sonnenkönig starb. Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen. Aber das reichte Nakoa nicht. Du hast sie nicht begleitet. Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein. Ich flehte Nakoa an zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte, es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Das Leben ist grausam. Ich tue für Nakoa, was ich kann. Ich halte Ausschau nach ihr. O Mutter, segne dich. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins Heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas. Und hat mehr Hinweise für dich. Okay, die Rache einer Tochter. Freunde, eine neue Quest, eine offene Quest. Und zwar Jan, ein junger Nora, macht sich Sorgen um seine Schwester Nakoa. Sie hatte das Heilige Land verlassen, um den Mörder ihres Vaters zu finden. Begib dich nach Mutterkrone, sprich mit Solai, die wissen könnte, wo Nakoa hingegangen ist. Das ist eine Nebenquest mit Stufe 15. Wir sind schon Stufe 15. Im Inventar haben wir auch etwas. Rohstoffe haben wir irgendetwas neu bekommen. War das der Truthahnknochen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schatzkiste haben wir eine neue. Die machen wir auf 6% Schock, eine Modifikation. Okay. Höre mein Gebet. Wir machen jetzt aber trotzdem weiter mit der Nebenquest. Ey, da ist noch ein Rufzeichen, Freunde. Hier gibt es aber Quests. Hier gibt es Quests. Geile Sache. Ich habe ja schon mal ewig lang gesucht, wenn ihr euch noch erinnern könnt. What? Hallo? Redest du? Reden mit Flir. Dieser Krieger. Klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du, aber ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber ich muss bei diesem Mann wachen. Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern. Weißt du, wer ich bin? Du hast gesagt, du wärst gern stark wie ich. Du weißt also, wer ich bin? Tu ich. Ich weiß, viele wollten dich bei der Erprobung nicht. Aber ohne dich wären alle gestorben. So viel wissen wir also. Gebraucht wurde die Person, die der Stamm nicht wollte. Ich würde mir gern deinen Mut borgen. Für ihn. Du musst nichts borgen, was du schon besitzt. Ich hoffe es.
Okay, sterbender Krieger? Wie wurde der Mann in deiner Obhut verletzt? Er gehörte zum Kriegstrupp und wurde unten am Grat verletzt. Er war zu schwach für die Reise nach Mutterherz. Darum brachten sie ihn her. Ich soll ihn trösten, doch ich kann ihm nur zuflüstern. Ihn ans Lächeln seiner Mutter erinnern. Ihr Kampffeuer. Kannst du den Hinterhalt sehen? Hören. Explosionen und Schreie und das Geheul von Maschinen wie Monster. Davon stöhnt und murmelt er dauernd. Albtraummaschinen, die jeden in Stücke reißen. Könnte ich ihm nur helfen, all das zu vergessen und in Frieden zur Urmutter zu gehen? Okay, Lager mit Traumweide. Sag nochmal, was du brauchst. Traumweide. Ein Öl aus der Rinde der Wasserweide, das Schlaf bringt und Schmerz betäubt. Ich habe nichts mehr. Aber Jäger haben Lager an Kriegerpfaden, wo Tiere und Maschinen nicht herankommen. In Lagern an Kriegerpfaden im Osten müsste noch welche sein. Okay, bist du eine Heilerin? Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja. Ich lerne noch die Grundlagen. Alle wahren Heiler werden in Mutterherz gebraucht. Außerdem gibt es für diesen Krieger keine Heilung. Was er braucht, ist jemand, der ihm beisteht. Und das kann ich tun. Klaro. Naja, dann suche ich natürlich auch nach deiner Traumweide. Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich's schaffe. Wirklich? Wir Danke. Schaffen das ganz sicher, Freunde. Ich möchte doch nur, dass wir haben Zeit. Wir haben Zeit, klaro. Schmach und Schmerzen, eine neue Nebenquest der Stufe 7. Die verwundeten Nora-Krieger brauchen Traumweide, um ihre Schmerzen zu lindern, doch ihre Vorräte sind erschöpft. Suche an Kriegerpfaden nach Traumweidenlagern. Okay, dann coole Sache. Wir haben 2 neue Aufträge bekommen. Wir machen trotzdem erst jetzt mal die Hauptquest fertig. Und dann gehen wir weiter zur Nebenquest. So wäre der Plan. Und vielleicht finden wir ja noch etwas. Cool. Ach, es gefällt mir einfach immer mehr, Freunde. Es gefällt mir immer mehr. Und ich hoffe, euch da draußen, beziehungsweise dir, der du gerade das Video guckst, ja, geht es genauso. Ich möchte jetzt hier, gibt es hier auch einen Weg runter. Da unten ist nämlich ein Feuer. Also, runter mit uns hier. Das geht ganz schön schnell. Ach, ja, aber wir können das. Schaut doch her, Freunde, hier gibt es ein Feuer. Geile Sache. Das passt uns ganz gut. Dann gleich hier runter. Wer sitzt denn da herum? Hallöchen. Ein Nora-Krieger. Okay. Wir vergessen nicht. Beziehungsweise, wir sind ja nicht die Urmutter. Also kann es uns auch egal sein. So, jetzt wäre natürlich sein Reitpferd, sein Läufer wieder ganz praktisch. Den haben wir aber leider ertrinken lassen, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Und was macht ihr so hier? Grüße. Wie ich höre, hast du bei der Erprobung andere gerettet. Du bist wirklich ein Geschenk für die Nora-Sucherin. Wie freundlich die nämlich jetzt auf einmal alle sind zu uns, ne? Könnt ihr euch noch erinnern, wie sie wirklich waren zu uns? Nämlich weit weg von so freundlich, ja? Die Ausgestoßene, mit der reden wir nicht. Kinder, weg von der Ausgestoßenen. Ja, so war das nämlich. Und dann eine gute Tat. Nur weil wir ein paar Leben gerettet haben, auf einmal sind sie freundlich. Ja, ja, man muss sich immer beweisen im Leben. So läuft das Ganze ab. Hier gibt es wieder so viel Zeugs. Langweilt euch das hoffentlich nicht? Ich weiß es ja momentan auch nicht, weil ich ja ganz ehrlich so viel vorproduziere, damit ich genug Folgen habe und auch wirklich täglich etwas rausbringen kann, dass ich natürlich eure Kommentare erst ziemlich spät lesen werde. Aber ich habe gesagt, das ist so meine Art und Weise zum
spielen einfach gemütlich langsam, um sich auch alles ein bisschen anzusehen und genau und das Ganze anzusehen. Weil ich Spaß habe an dem ganzen Spiel und den Spaß auch lange haben möchte. Und ich hoffe, ihr versteht das. Und vielleicht sollten wir uns jetzt wieder einen Läufer holen. Dankeschön. Unser Werkzeug muss wieder aufladen. Aber wir haben einen Läufer, Freunde. Jetzt werden natürlich die anderen wieder aggressiv. Warum auch immer. So, wir müssen eigentlich irgendwo darüber. An welcher Stelle kommen wir denn da am schönsten? Das wird der Läufer hier wieder nicht packen. Kommt er denn die Treppe hoch? Ja, er schafft es. Er schafft es und uns ist das egal, ob wir gejagt werden. Aber wo sind wir denn hier wieder? Fuchs. Wo sind wir denn hier wieder gelandet? Hier gibt es wieder so viele Ruinen. Auch wieder geil. Und wahrscheinlich wieder einiges zum Finden. Nehme ich an. Und auch ein Feuer. Da waren wir aber schon. Und dieses Feuer da hinten kennen wir schon. Also müssen wir hier in den Ruinen schon gewesen sein, Freunde. Gut, dann schaue ich jetzt hier nicht so herum, sondern reite mal weiter. Einfach mal dahin, wo wir hin sollen. Ach, das ist das Gebiet. Ja, weiß ja schon. So, wir werden wieder entdeckt. Das Gebiet, wo der Langhals herumläuft, Freunde. Das kennen wir ja. So, kommen wir da unversehrt hinüber. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Die Kriegsherde hat hier gelagert. Wohin ist sie danach gegangen? Okay, mal absteigen. Hallo, absteigen. Und nicht herunterfallen. Untersuche das Gebiet. Freunde, das machen wir, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten Folge. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und somit wünsche ich einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss!